Hey Freunde, hallo hier bei Keep Schraubing Light. Natürlich nicht. Gruß an Pepe. Ich habe die Scheiße am Hacken mit dem Golf. Und deswegen nach dem Intro geht's los. Ja, Golf. Ihr habt das ja, wenn ihr mir folgt, dann kriegt ihr das ja immer wieder mit. Hi, jetzt hat er mich wieder verloren. Ich hatte letztes Jahr Motorschaden, den habe ich jetzt gemacht. Wirklich alles picobello, Geld ausgegeben, Dichtungen, alles wirklich schön neu. Und jetzt habe ich Öl im Wasser. Aber kein Wasser im Öl. Also, Moment. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Entweder Kopfdichtungsschaden, das wäre der größere Schaden. Ist beim Zweiergolf jetzt nicht das Problem, aber das wäre der größere Aufwand. Oder Ölkühlerschaden. Denn wir haben beim Zweiergolf, zumindest bei den 16V ist es hundertprozentig, einen wasserdurchlaufenden Ölkühler. Ich glaube, ich habe nicht mal einen unten, dass ich für die Nicht-VW-Spezialisten den zeigen kann. Ja, ist ja geil. Und jetzt werde ich so hergehen und werde den Ölkühler überbrücken und hoffen, dass es wirklich der ist, weil der am schnellsten, am besten und was weiß dann ich geht. Schauen wir mal. Wir sind gespannt. Und ich fange jetzt einfach an. So, also. Ich habe schon ein bisschen gespielt und es kommt noch immer direkt raus. Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab und sage, es ist definitiv, wie sagt man es, Zylinderkopfdichtung oder Kopf.